Zweiten Teil, Personalnot, Beförderungsstau und Überstunden, aktuelle Situation der Justiz in Rheinland-Pfalz. Eine Debatte auf Antrag der CDU-Fraktion, die Drucksache 19/5173. Wer spricht? Kollege Balder von der CDU-Fraktion. Guten Morgen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von unabhängigen Gerichten entschieden werden. Das ist im Grundgesetz Artikel 19 festgelegt in der Rechtsweggarantie. Eine Schutzgarantie, und sie ist von zentraler Bedeutung. Sie wird deshalb auch der Schlussstein im Gewölbe des Rechtsstaats genannt. Zugleich hat der Bürger einen Anspruch darauf, dass die Justiz ihren Beitrag zur Sicherung der staatlichen Ordnung leistet bzw. leisten kann. Darauf müssen sich die Menschen verlassen, darauf vertrauen können. Es ist Aufgabe des Staates, Schwerpunkte zu setzen und sie vor allem richtig zu setzen. Deshalb, Herr Minister Mertin, begrüßt die CDU-Fraktion ausdrücklich die von Ihnen angekündigte Aufstockung von Stellen in verschiedenen Bereichen der Justiz. Es entspricht unserer langjährigen Forderung, dass die Justiz im Land vernünftige Arbeitsbedingungen hat, dass die Bürger und Unternehmen schnelle und qualitativ hochwertige Entscheidungen bekommen und dass Straftaten zügig und konsequent geahndet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sicherlich hängt die Ankündigung des Justizministers auch mit den Koalitionssondierungen in Berlin zusammen. Union und SPD haben einen Pakt für den Rechtsstaat vereinbart. In den kommenden Jahren sollen für Sicherheit und Justiz 17.000 Stellen geschaffen werden. Wenn dies Justizminister Mertin hilft, endlich die dringend erforderlichen Stellenaufstockungen in Rheinland-Pfalz durchzusetzen, soll uns das Recht sein. Sie werden uns hier als Unterstützer an Ihrer Seite haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr Problembewusstsein der Landesregierung in diese Richtung hatten wir uns schon wesentlich früher gewünscht. Warum haben Sie die schwierige, angespannte Personallage in der Justiz derart lange schleifen lassen? Warum haben Sie nicht schon in den Koalitionsverhandlungen mehr Einsatz gezeigt? In allen früheren Koalitionsverträgen zwischen SPD und FDP waren zusätzliche Stellen für die Justiz ausdrücklich festgeschrieben, in dieser Koalitionsvereinbarung nicht, Herr Minister. Seit Jahren kämpft der Rheinland-Pfälzische Richterbund gegen den Personalmangel in der Justiz und fordert eine spürbare personelle Verstärkung bei Richtern und Staatsanwälten. Und genauso lange machen wir auf die überlastete Situation bei Strafgerichten im Land aufmerksam. Denn, meine Damen und Herren, wo kein Prozess, kein Urteil, keine Strafe, keine Gerechtigkeit. Im Dezember 2016 demonstrierten etwa Eltern aus dem Ort Antweiler vor dem Landgericht Koblenz, weil sie bereits 3 Jahre auf den Beginn eines Prozesses wegen Misshandlung ihrer Kinder warteten. Derart lange Verfahrensdauern verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Zeugen sich noch erinnern können. Sie erhöhen die Möglichkeiten, dass Fehler passieren. Das ist nicht akzeptabel. 2015 mussten 2 mutmaßliche Drogendealer aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil ihnen wegen Personalmangels am Landgericht Koblenz nicht fristgerecht der Prozess gemacht werden konnte. In der Rheinpfalz habe ich in diesen Tagen gelesen, dass das OLG Koblenz im Juni 2017 aus dem gleichen Grund einen Haftbefehl aufhob. Und beim Landgericht Landau musste Ende des vergangenen Jahres nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes ein mutmaßlicher Drogenhändler aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Bemerkenswert, im Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, unseres höchsten Gerichtes, heißt es dazu wörtlich, ich zitiere: Insbesondere rechtfertigt die seit dem Jahre 2016 andauernde Belastungssituation die zögerliche Verfahrensweise nicht. Diese ist ausschließlich der Justizverwaltung anzulasten, der es obliegt, die Gerichte in einer Weise mit Personal auszustatten, die eine rechtsstaatliche Verfahrensgestaltung erlaubt.
Dieser verfassungsrechtlichen Pflicht ist sie nicht nachgekommen und hat zusätzliche Richterstellen erst zu einem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, zu dem eine rechtsstaatliche Verfahrensführung bereits nicht mehr möglich war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kann man als Justizminister eine größere Klatsche bekommen als solch eine Aussage? Das Bundesverfassungsgericht bescheinigt der rheinland-pfälzischen Justizverwaltung also, dass sie ihre verfassungsrechtlichen Pflichten nicht nachkommt. Das ist peinlich. Sie setzen seit Jahren die falschen Schwerpunkte. Ich komme zum Ende. Herr Minister, ein Bild ist mir vor Augen, und in der zweiten Runde werde ich auch was zur Cyberkriminalität, zu den Imamen und zu vielen anderen Dingen zu sagen haben. Sie kommen mir, entschuldigen Sie, vor wie ein Aufziehmännchen. Die CDU muss immer erst hinten an der Schraube drehen, bevor sie sich in Bewegung setzen. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht Kollege Heiko Sippel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das war jetzt in der aktuellen Debatte eher ein Blick zurück. Und es könnte das Bild einer Justiz vermittelt werden, wo man schon die Frage stellen kann, ist unsere Justiz noch leistungsfähig? Und wenn ich eine Presseinformation der CDU-Landtagsfraktion vom 16. Januar lese, Herr Hender, sie ist von Ihnen überschrieben, in der Justiz brennt es lichterloh, Zitat Ende, dann bitte ich Sie schon zu überdenken, ob Sie durch Ihre Wortwahl nicht das Gegenteil von dem erreichen, was Sie heute hier vorgeben. Sie helfen der Justiz damit nicht, sondern sie belasten durch diese völlige Überspitzung das Vertrauen in die Funktionalität unserer Justiz. Ja, die Bediensteten in der Justiz machen eine hervorragende Arbeit. Mit großem Einsatz sorgen sie dafür, dass der Rechtsstaat trotz erheblich steigender Belastungen in unserem Land gut funktioniert. Und ja, es stimmt auch, das Personal ist knapp bemessen. Es wird von allen sehr viel abverlangt, das räume ich unumwunden ein. Und selbstverständlich begrüßen wir daher jede realisierbare Möglichkeit zur Personalverstärkung und Entlastung. Und was die Regierung und uns als regierungstragende Fraktionen von der Opposition, von Ihnen, von der CDU und die AfD wird die Forderungen sicherlich nachher mit unterstützen, unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir auch Verantwortung für die Finanzierbarkeit zu übernehmen haben. Das ist der große Unterschied. Und mehr fordern ist einfach. Das haben Sie bei den Beratungen zum Doppelhaushalt schon getan. Was Sie jedoch dabei vergessen haben seinerzeit, war die Gegenfinanzierung. Das ist Ihre Doppelstrategie. Die Haushaltspolitiker fordern einerseits noch mehr Sparanstrengungen. Sie unterstützen die Verfassung, die Schuldenbremse in der Verfassung. Und andererseits fordern die Fachpolitiker in allen Ressorts mehr Personal, mehr Leistungen, mehr Beförderungen, mehr Geld. Und Sie, Herr Baldauf, 2015 und auch 2008, in einer Zeit der Krise, der Finanzkrise, Steuersenkungen. Steuersenkungen, die dazu geführt hätten, dass der Spielraum auch für die Länder weiter eingeengt wird. Herr Baldauf, besonders verantwortungsvoll und überzeugend ist das alles nicht. Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die Regierungskoalition haben dennoch immer wieder gezeigt, dass wir die Justiz nicht alleine lassen. Blick in den Doppelhaushalt 2017-18. Wir haben 12 Richterstellen. 6 Stellen für Servicekräfte in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Entlastung in Asylverfahren neu geschaffen. 31 Stellen für Servicekräfte zur Einführung der Digitalisierung in der Justiz. 16 Anwärterstellen für Rechtspfleger, Anwärterinnen und Anwärter. 10 Stellen wurden umgewandelt in Planstellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. 15 zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte, um die Strafjustiz bei den Landgerichten zu unterstützen und auch die Cybercrime-Stelle bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. Stellenanhebungen sind in beträchtlichem Umfang erfolgt. Und aktuell hat der Minister auch dafür gesorgt, dass 20 Anwärterinnen und Anwärter im Strafvollzug zusätzlich eingestellt werden können. Ja, bei Ihren Deckblättern zur Haushaltsplanaufstellung 2017-18 waren es 5 Amtsanwälte, die Sie über dies, was wir realisiert haben, hinaus gefordert haben. Viel mehr war es nicht. Und wenn ich Sie an Ihren eigenen Taten messen sollte, Herr Baldauf, da bräuchte ich eine ziemlich kurze Messlatte. Ja. Meine Damen und Herren, die Entlassung von Tatverdächtigen aus der Untersuchungshaft
aufgrund der langen Verfahrensdauer ist gewiss keine Lappalie, überhaupt nicht. Aber auch hier ist wichtig, den Blick differenziert anzulegen. Es gilt die richterliche Unabhängigkeit bei der Geschäftsverteilung. Wichtig ist zu sagen, dass die Fallzahlen bei den Landgerichten sehr gravierend sich unterscheiden, wenn man die letzten Jahre mal zurückblickt. Und es wurden zusätzliche Richterstellen geschaffen, um die Strafgerichtsbarkeit bei den Landgerichten zu entlasten. Das Ministerium hat, gerade was Landau anbelangt, das Besetzungsverfahren zur Einrichtung einer weiteren Strafkammer unverzüglich umgesetzt, bereits Mitte 2017. Und die gleiche Entlastung gilt auch für das Landgericht in Koblenz. Ja, und zum Strafvollzug kommen wir sicherlich noch drauf, haben wir in der Anhörung natürlich auch erfahren, dass es dort Belastungen gibt, hohe Belastungen gibt. Und darüber müssen wir reden. Es geht um den Abbau von Überstunden. Wir hatten seinerzeit in der Zeit der SPD-Alleinregierung weit über 100 Stellen neu geschaffen. Das eine oder andere musste wieder reduziert werden. Wir haben die Schuldenbremse gemeinsam beschlossen. Und wichtig ist hier auch zu sehen, dass die Gefangenenzahlen in diesem Zeitraum deutlich sich nach unten verändert haben. Innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums hatten wir ein Viertel weniger gefangen. Und das hat sich natürlich auch auf die Personalsituation ausgewirkt. Die Anhörung hat aber auch gezeigt, dass wir beim nächsten Haushalt über die Personalausstattung reden müssen. Die Gefangenenzahlen sind nicht weiter gesunken, wie wir das erwartet haben. Sie haben ein relativ hohes Niveau erreicht und deshalb müssen wir da weiter reden, aber bitte differenziert und in aller Sachlichkeit. Für die AfD-Fraktion spricht Herr Kollege Lohr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU hat mit dieser Debatte ein Thema gewählt, das theoretisch jeden Monat als aktuelle Debatte gewählt werden könnte, da der Zustand mit der großen Personalnot und den vielen Überstunden bei der Justiz kein temporäres, sondern ein chronisches Problem ist. Das Thema verliert also nie an Aktualität. Kommen wir zur Personalsituation. Diese ist wenig überraschend stark angespannt. Es fehlen im stark zweistelligen Bereich Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger. Auch bei den Justizvollzugsbediensteten und den Justizwachtmeistern besteht akuter Handlungsbedarf. Aufgrund des Personalmangels häufen sich in Rheinland-Pfalz, vor allem in den Justizvollzugsanstalten, abertausende Überstunden an. Dies sorgt natürlich für eine eklatante Überbelastung der Justizmitarbeiter und führt zu einer hohen Zahl an Krankheitsfällen. Statt 4% Krankausfälle, wie es in den meisten Branchen üblich ist, betragen die Werte in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten gerne mal das 2- bis 4-fache, also gerne mal 16%. Wir müssen also auch über die Arbeitsbedingungen reden, also unter anderem über die angemessene Ausstattung der Beamten und auch über die angemessene Bezahlung. Herr Minister Mertin, Sie haben im Rechtsausschuss bereits mitgeteilt, dass Ihr Haus unter anderem die Einführung des EKA-Schlagstocks für die Justizwachtmeister prüft. Dies ist aus Sicht der AfD-Fraktion eine lobenswerte, aber nicht ausreichende Maßnahme, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Einstiegsgehalt der Justizwachtmeister liegt bei 2.200 Euro brutto. Angesichts des Risikos, dass man sich in diesem Beruf ausgesetzt fühlt, ist das deutlich zu wenig für die Leistung. Und auch deutlich zu wenig, wenn man beispielsweise alleine eine Familie ernähren muss, meine Damen und Herren. Das Land Rheinland-Pfalz sollte ein familienfreundlicher Arbeitgeber sein und das ist in diesem Fall nicht gegeben. Auch die immer größer werdende Mehrbelastung durch neue Herausforderungen ist nicht zu unterschätzen. So gibt es in den Anstalten verstärkt Drogenprobleme und die Gewalt gegen Justizvollzugsbeamte nimmt ein immer schlimmeres Ausmaß an. Auch eine interessantere Zahl lässt noch aufhorchen. So lagen die Kosten für Dolmetscher in den Justizvollzugsanstalten im Jahr 2014 noch etwa 15.000 Euro. 2 Jahre später, im Jahr 2016, waren sie mit 64.000 mehr als 4-mal so hoch. Man kann an dieser Stelle also von eigens importierten Problemen sprechen, denen man nicht mit Scheuklappen begegnen sollte, meine Damen und Herren. Natürlich werden gleich wieder übliche Floskeln kommen. Erstens, es ist nicht genug Geld da. Zweitens, der Haushalt gibt keine besseren Möglichkeiten her. Drittens, wir haben im direkten Vollzug Nachwuchsprobleme. Zu diesen Punkten ist zu entgegnen. Erstens,
Wo ein politischer Wille ist, da ist auch ein finanzieller Weg. Zweitens, dann muss der nächste Haushalt in diesem Bereich erheblich nachgebessert werden. Drittens, Nachwuchsprobleme löst man, indem man in den betroffenen Berufen wieder attraktivere und familienfreundlichere Bedingungen schafft. Dann wird es auch sicher was mit den Neubewerbern. Ein stabiler Rechtsstaat zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er über eine gut ausgestattete und funktionstüchtige Justiz in allen Bereichen verfügt. Die Probleme der Justiz sind eindeutig lösbar. Sie sollen definitiv nicht an den Finanzen scheitern. In Zeiten der Rekordsteuereinnahmen dürfte genug Geld für diese wichtige Kernaufgabe des Staates zur Verfügung stehen. Abschließend möchte ich mich im Namen der AfD-Fraktion bei allen Justizbeamten bedanken, die selbstverständlich das Beste aus der stark verbesserungswürdigen Situation herausholen. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Roth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU hat beantragt, dass wir an der Stelle über die aktuelle Situation in der Justiz in unserem Land sprechen. Ein wichtiges Thema, welches wir zuletzt auch mit einer Anhörung im Rechtsausschuss zum Teilbereich des Strafvollzugs begleitet haben. Allerdings hatten wir auch dort besprochen, dieses wichtige Thema nicht zum Spielball der Politik zu machen. Deshalb irritiert mich die heutige Debatte doch ein wenig. Dennoch vorweg eins zu sagen, und das tue ich, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, dass das Justizministerium gegenwärtig Maßnahmen treffen muss, die die Entscheidungen aus einer Zeit betreffen, als das Ministerium noch unter anderer Führung stand. Diese Entscheidungen mögen zu der damaligen Zeit richtig und opportun gewesen sein. Nunmehr bedürfen sie allerdings einer Korrektur. Das Ministerium hat im gesamten Bereich der Justiz und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im vergangenen Jahr sehr viel bewirkt und in Gang gesetzt. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass dies alles im Rahmen einer Schuldenbremse steht und passiert. Alle Ressorts haben sich verpflichtet, ihren Beitrag hierzu zu leisten. Und dennoch leistet das Justizministerium hier Großes und im Rahmen der Möglichkeiten, die gut funktionierende Justiz in unserem Land auch weiterhin nach Kräften zu unterstützen. Ja, meine Damen und Herren, auch dies muss an der Stelle hervorgehoben werden. Auf die Justiz in Rheinland-Pfalz können wir stolz sein. Angefangen bei den Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten, über Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister, hin zu den Staatsanwaltschaften und der Richterschaft sowie den vielen weiteren Bediensteten, die tagtäglich oftmals von der Öffentlichkeit kaum bemerkt ihre hervorragende Arbeit tun. Ihnen gebührt unser Dank und unsere Anerkennung. Denn, meine Damen und Herren, Sie sorgen dafür, dass nicht nur Recht gesprochen, sondern dieses auch ordnungsgemäß vollstreckt wird. Allerdings dürfen wir in dieser Debatte jedoch einen ganz wesentlichen Punkt nicht außer Acht lassen. Wir wissen, dass Personal wohl in keinem Bereich des öffentlichen Dienstes im Überfluss vorhanden ist und wohl kein Ressort sagen kann, dass es überbesetzt ist. Im Bereich der Justiz besteht jedoch eine Besonderheit, nämlich die der Unkalkulierbarkeit. Es lässt sich schlicht nicht vorhersagen, wie lange ein Verfahren dauert. Ebenso wenig, wie sich Belegungszahlen in den Justizvollzugsanstalten entwickeln. Oder bedenken Sie die Vielzahl von Verfahren, welche aufgrund der Flüchtlingssituation schlagartig hinzugekommen sind. Selbst bei einem Mehr an Personal sind derartige Spitzen nicht berechenbar und müssen aufgefangen werden. Die Belastung in der Justiz ist stets eine außerordentliche Belastung. Dies müssen wir uns stets vor Augen führen. Das Justizministerium hat in den vergangenen 1,5 Jahren alles nur erdenklich Mögliche getan, um die Situation in der Justiz zu entschärfen. An den Verwaltungsgerichten wurden über 20 neue Richterstellen geschaffen. Überwiegend gingen diese an das Verwaltungsgericht nach Trier. Diese Maßnahme hat dafür gesorgt, dass Asylbegehren in Rheinland-Pfalz, die eine gerichtliche Entscheidung haben möchten, zügigen Rechtssicherheit erhalten. In der Zügigkeit der Abarbeitung der Verfahren
belegt Rheinland-Pfalz übrigens einen Spitzenplatz in Deutschland. Und das ist über eine überragende Leistung, und darauf können wir zu Recht stolz sein. Aber auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit wurden 15 weitere Stellen geschaffen, um dort Entlastungen zu erreichen. Heiko Sippel hat es vorhin auch erwähnt. Und an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den anderen Partnern der Ampel für ihre Weitsicht während der vielen Gespräche im Rahmen der Aufstellung des vergangenen Doppelhaushaltes im Bereich der Justiz bedanken. Des Weiteren wurde die Möglichkeit geschaffen, 20 Anwärterstellen für den Justizvollzug nunmehr zeitnah zu besetzen. Auch an dieser Stelle hat es das Ministerium ermöglicht, einen Weg zu finden, und dies trotz Schuldenbremse und vereinbartem Stellenabbau im öffentlichen Dienst. Schließlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch andere, zunächst nicht direkt ins Auge springende Maßnahmen ergriffen wurden, um die Justiz spürbar zu entlasten. Die E-Akte wird ebenso eingeführt wie der elektronische Gerichtssaal. Ich selbst konnte mich vor einiger Zeit von letzterem eindrucksvoll überzeugen. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium dort entwickelt haben, wird die Arbeit in den Gerichten verschlanken, modernisieren und neue Kapazitäten freisetzen. Im Ergebnis ist zu sagen, dass das Justizministerium die Situation erkannt hat. Und dort werden, und da bin ich mir ziemlich sicher, in der gebotenen Gründlichkeit die Probleme zügig angegangen und abgearbeitet. Mittelfristig erhoffen wir uns davon, dass die Justiz in Rheinland-Pfalz wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt. Haben Sie vielen Dank. Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort erteile, möchte ich Gäste bei uns im Mainzer Landtag begrüßen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hermeskeil und ehrenamtlich Tätige aus der Ortsgemeinde Mannebach sowie AfD-Mitglieder aus dem Wahlkreis 51, das ist der Kreis Germersheim. Herzlich willkommen in Mainz. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schellhammer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat heute erneut das Thema, diese aktuelle Situation der Justiz zum Thema ihrer aktuellen Debatte gemacht. Auf der Suche nach einem aktuellen Anlass dazu bin ich unter anderem auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts kurz vor Weihnachten gestoßen. Dort wurde ein Haftdauerbeschluss des Pfälzischen Oberlandesgerichtes Zweibrücken aufgehoben. Dieser genügte den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Begründung von Haftfortdauerentscheidungen nicht. Insbesondere rechtfertigt die zugrunde liegende Belastungssituation nicht derartige Verzögerungen. In dieser Folge musste ein Untersuchungshäftling, ein mutmaßlicher Drogenhändler, auf freien Fuß gesetzt werden. Natürlich ist dieser Fall mehr als ärgerlich, aber es ist immer noch ein seltener Fall. Und ja, es ist nicht zu akzeptieren, das ist selbstverständlich. Zur Ehrlichkeit gehört deshalb meines Erachtens dazu, die Situation ist in den Strafkammern und den Landgerichten seit längerem angespannt. Grund für diese hohe Belastungssituation sind die hohen Zahlen an anhängigen Haftsachen und Umfangsverfahren. Gerade Haftsachen sind wegen der zugrunde liegenden Spannungsverhältnisse zwischen dem Freiheitsrecht des Einzelnen und dem Bedürfnis einer effektiven und wirksamen Strafverfolgung von den Landgerichten vorrangig zu bearbeiten, damit eben nicht Angeklagte in Haftsachen auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Die Strafprozessordnung macht hier klare zeitliche Vorgaben, die zwingend einzuhalten sind. Aber zu erwähnen ist auch, dass das Justizministerium bei jeder Überlastungsanzeige der einzelnen Gerichte nachgesteuert und entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, wie zum Beispiel eine Änderung der Geschäftsverteilung oder die Änderung der Personalverteilung eingeleitet hat. Greifen derartige Entlastungsmaßnahmen nicht, steuert die Landesregierung stets mit Personal nach. Es wurde von Seiten der Landesregierung also immer gehandelt, damit die Strafkammern und Landgerichte handlungsfähig bleiben. Vor dem Hintergrund, und meine Vorredner der Koalition haben das auch schon erwähnt, wurden beispielsweise im Doppelhaushalt 2017 und 2018 insgesamt 12 zusätzliche Richterstellen speziell für die Stärkung dieser Bereiche geschaffen. Und außerdem wurden an einigen Gerichten zusätzliche Strafkammern eingerichtet. Eine funktionierende Justiz ist essentiell für unseren Rechtsstaat. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Und deshalb ist es auch okay, wenn wir hier im Rahmen einer aktuellen Debatte darüber sprechen. Gleiches Argument gilt aber auch für den Rechtsausschuss. Und im letzten Rechtsausschuss haben wir beispielsweise intensiv im Rahmen einer Anhörung über das Thema Strafvollzug uns unterhalten. Die Anwesenheit der CDU
im Ausschuss hat damals aber wirklich zu wünschen übrig gelassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die sachlich-fachliche Arbeit im Ausschuss ist sehr, sehr wichtig. Aber dann kann man auch erst eine Welle hier im Plenum machen. Und das war tatsächlich etwas schwierig im letzten Rechtsausschuss. Am Ende saß nur noch die Vorsitzende des Ausschusses da. Es hilft also der Justiz relativ wenig, wenn man hier nicht die fachliche Arbeit im Ausschuss ernsthaft betreibt und dann im Plenum eine Welle macht. Und was ich wirklich schwierig finde, ist auch die Koalitionsverhandlung im Bund hier darauf zurückzuführen, dass der Minister sich äußert. Es ist wohlfeil, in ein maues Sondierungspapier zu schreiben, dass man mehr Richter und Polizisten möchte. Als Innenrechtspolitikerin unterstütze ich selbstverständlich diese Forderung, aber als Landespolitiker muss ich auch sagen, wenn man auf der Bundesebene solche Forderungen ankündigt, dann muss man auch Antworten darauf liefern, wie man tatsächlich sie finanziell in den Ländern auch umsetzt. Etwas auf Bundesebene zu fordern, ist also Wohlfall, aber auch das hilft uns an dieser Stelle in der Justiz in Rheinland-Pfalz nicht. Ich bin darauf eingegangen, dass bestimmte Entlastungsmaßnahmen immer gezogen worden sind, wenn Überlastungsanzeigen vorgelegen sind. Weitere Möglichkeiten wurden auch schon erwähnt. Die weiteren Stellen, die für die Verwaltungsgerichte, für die Bearbeitung von Asylsachen vorgesehen worden sind, aber auch der zukünftige Bürokratieabbau, den es durch die E-Akte und den elektronischen Gerichtssaal erfolgen soll. Die aktuelle Situation ist belastend und selbstverständlich sehen wir das auch. Die rheinland-pfälzische Justiz ist aber vollumfänglich leistungsfähig. Wir danken daher allen, die an dieser Leistungsfähigkeit mitwirken, für ihren tagtäglichen Einsatz für ihren Rechtsstaat. Und um weitere Entlastungen zu erzielen, müssen wir aber auch über die Personalsituation reden, aber auch über weitere Maßnahmen, die die Entlastung herstellen können. Das Justizministerium handelt, wenn Belastungsanzeigen erfolgen, und deswegen ist die aktuelle Situation in der Justiz Rheinland-Pfalz, die Justiz ist wirkmächtig hier in Rheinland-Pfalz, der Rechtsstaat wird hier gewahrt, und deswegen ist es immer gut, darüber sachlich sich auszutauschen. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Mertin. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Abgeordneter Baldauf, selbstverständlich begrüße ich den Rechtsstaatspakt. Die Formulierungen, die ich da wiederfinde, kenne ich noch aus den Jamaika-Sondierungen. Und ich weiß auch, wer das erfunden hat. Und die das erfunden haben, haben das sehr wohl mit dem Ziel erfunden, dass entsprechende Finanzmittel den Ländern sowohl für Polizei als auch für Justiz vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und sehen Sie, da warte ich mal jetzt spannungsgeladen darauf, ob das Geld auch kommt. Ich erinnere mich an Milliardenankündigungen der Bildungsministerin Frau Wanka, auf die Frau Hubich heute noch wartet. Die sind noch nie monetär angekommen. Beim Dieselgipfel ist auch viel angekündigt worden auf Bundesebene, ist auch nichts angekommen. Nun will ich mich aber auf diese Sache gar nicht ausruhen, denn wenn ich darauf warte, könnte ich sehr lange darauf warten. Aber hier den Vorwurf zu erheben, es sei nichts geschehen im letzten Doppelhaushalt und danach, ist auch nicht zutreffend. Wir haben in Abstimmung mit der Praxis für bestimmte Bereiche, wo Bedarfe festgestellt wurden oder absehbar waren, Vorsorge getroffen. So zum Beispiel bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo absehbar war, dass die Zahlen ansteigen würden. Bedarfe wurden bei den Rechtspflegern festgestellt, auch da haben wir etwas unternommen. Genauso in der Geschäftsstellenausstattung im Hinblick auf die elektronische Akte. Also eine Vielzahl von Maßnahmen, die dort waren. Und wir haben dann im Rahmen des Haushaltsausstellungsverfahren gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen nachjustiert, weil die Meldungen aus der Praxis eben dahin gingen, dass wir im Bereich der Strafverfahren Schwierigkeiten haben werden. Und deshalb habe ich Kontakt mit den Fraktionen aufgenommen und habe ihnen gesagt, wenn wir dort Probleme vermeiden wollen, benötigen wir zusätzliche Planstellen, um die Gerichte zu unterstützen, diese Schwierigkeiten zu beheben. Die Schwierigkeiten beruhen auf Haftsachen, die in höherem Umfang an manchen Standorten waren als absehbar, oder umfangreiche Verfahren, die ebenfalls eine Kammer zum Beispiel ganz allein in Anspruch nimmt. Da ist auch etwas geschehen. Die Fraktionen haben einen Antrag eingebracht und haben entsprechende Planstellen zur Verfügung gestellt. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch die CDU ein Deckblatt in diesem Zusammenhang erstellt. Und wenn ich mich recht entsinne, war die von Ihnen geforderte Anzahl für Richter und Staatsanwälte an dieser Stelle vergleichbar. Ich werfe Ihnen das gar nicht vor.
sondern ich möchte betonen, offensichtlich war Ihre Einschätzung für diesen Bereich die gleiche wie meine und die der Koalitionsfraktionen. Und das ist dann hier im Parlament so beschlossen worden und ist von der Justizverwaltung sofort und unmittelbar allen Gerichten, die hier betroffen waren, zur Verfügung gestellt worden. Und zwar in Absprache mit den Oberlandesgerichten, die dann diese Stellen auch auf die jeweils betroffenen Gerichte zuverteilt haben. Dazu gehört auch das Landgericht Landau. Und das Landgericht Landau, da hat das Gerichtspräsidium vor Ort in richterlicher Unabhängigkeit die Maßnahmen getroffen, die aus seiner Sicht notwendig waren, und das Personal entsprechend eingesetzt. Alle, die an diesem Vorgang beteiligt waren, sind davon ausgegangen, so auch die Mitteilung, die wir von der Praxis erhielten, dass mit den getroffenen Maßnahmen die Verfahren gesichert sind. Und in den allermeisten Fällen ist dies gelungen, aber schmerzhafterweise in einem Verfahren nicht. Und selbstverständlich, Herr Kollege Baldauf, ist das für einen Justizminister schmerzhaft, wenn so eine Entscheidung kommt. Sie ist aber nicht nur für mich schmerzhaft, sondern für alle, die an diesem Prozess beteiligt waren, angefangen von der Justizverwaltung über das Oberlandesgericht bis zum Landgericht, weil wir uns alle nach Kräften bemüht haben, im Rahmen unserer Kompetenzen mit dem zur Verfügung gestellten Personal eine solche Entscheidung zu vermeiden. Wir haben aber auch nicht aufgehört, in diesem Zusammenhang nachzujustieren, sondern haben zum Beispiel beim Landgericht Frankenthal, nachdem dort eine Vorsitzende schwer erkrankt ist, zwischenzeitlich eine zusätzliche Strafkammer aufgemacht, entsprechende Vorsitzendenstelle ist ausgeschrieben, die Besetzung auch. Gleiches gilt in Koblenz. Und genauso unterstützen wir die betroffenen Amtsgerichte, wo zusätzliche Bußgeldverfahren auftreten, obwohl dies im Haushalt zunächst mal gar nicht so vorhersehbar war. Es werden also im Laufe der Jahre immer dort, wo etwas anbrennt, die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Und bedauerlicherweise kann es manchmal dazu kommen, dass die dann getroffenen Entscheidungen den Obergerichten, die das zu überprüfen haben, nicht ausreichen. Und soweit Sie auf eine Entscheidung des OLG Koblenz im Juni des letzten Jahres hingewiesen haben, ist das nicht neu. Ich habe diese Entscheidung mit all seinen Gründen hier im Plenum aufgrund einer mündlichen Anfrage bereits vorgetragen und dargelegt. Es ist also keineswegs so, dass das eine völlig neue Entwicklung wäre, und die hatte mit dem Personaleinsatz nichts zu tun. Ich wiederhole, wir werden alles, was in unseren Kräften steht, tun, und zwar gemeinsam, Justizverwaltung und die gerichtliche Praxis, um das zu tun, was die Justiz benötigt, um die Verfahren zu erledigen. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Baldauf. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, alles in Ihren Kräften stehende Tun sieht wie folgt aus. Ich stelle fest, bei den letzten Haushaltsbehandlungen haben Sie Kürzungen vorgeschlagen und keine Stellenmehrungen. Nummer eins. Nummer zwei, für fragwürdige Projekte in diesem Land hat die Landesregierung Unmengen an Millionen zur Verfügung. Und dann muss ich die Frage stellen, Herr Kollege Sippel, ob für Sie dann die Sicherheit weniger wichtig ist wie fragwürdige Projekte, die in diesem Land mehrere Millionen kosten. Nummer drei, Herr Minister, leider muss ich feststellen, Sie haben keinerlei Plan. Sie spielen Feuerwehr, meistens mit nicht ganz dichtem Schlauch, wenn es schon zu spät ist. Aber Sie wissen nicht, wie insgesamt das Gebäude der Justiz aussehen soll, dass es tragfähig und dass es funktionsfähig ist. Das haben Sie hier nicht klargestellt. Sie können es auch nicht, weil Sie gar keinen Plan haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nummer vier. In Rheinland-Pfalz haben im Moment Richter am Amtsgericht 670 Zivilverfahren im Jahr. Das sind fast zwei Stück am Tag. Bei 200 Arbeitstagen sind das drei Stück am Tag. Da erzählen Sie mir bitte nicht, dass das alles ausreichend sei. Und ich kann nur sagen, wenn wir hier diese Debatte führen, müssen wir an die Überbelastung in allen Bereichen der Justiz denken. Die dort arbeitenden Menschen sind so in der Enge, dass man ihnen eher etwas geben müsste, als dass man hier noch rechtfertigt, warum was nicht funktioniert, Herr Minister. Stellen Sie sich bitte jetzt endlich mal vor Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 600 Strafverfahren von einem Richter zu erledigen in einem Jahr. Es gibt im Moment die Situation, dass die
Terminierungen in Strafsachen, die keine Haftsachen sind, bei über einem Jahr liegen, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, wir müssen uns überlegen, ob dann die Rechtsstaatlichkeit wirklich noch gewahrt ist, wenn ich so lange warte. Und Herr Minister, wir wissen, es fehlen 60 Richter, es fehlen 20 Staatsanwälte, Sie haben nichts hierzu gesagt, wie Sie das ergänzen, wie Sie das lösen wollen. Im Gegenteil, Sie haben gesagt, Sie freuen sich auf das Geld vom Bund. Ja, da freuen wir uns auch drauf, aber das löst nicht Ihre Aufgabe. Sie sind Landesjustizminister und da erwarten wir auch mehr. Es gäbe ganz viel, ich komme zum Schluss noch zu Cybercrime zu sagen, da geben Sie zur Antwort, es sei im Moment erforderlich, mehr beim LKA wegen Terrorismus zu tun und deshalb könne man nicht so viel bei Cybercrime, Kinderpornografie und anderen Dingen tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer nicht jede Straftat verfolgen will, sondern Schwerpunkte setzt, auch beim Terrorismus, der macht einen Fehler in diesem Land. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Sippel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Baldauf, das war leider wieder nur Empörungsrhetorik, die uns nicht weiterbringt. Sie haben von Kürzungen im Doppelhaushalt gesprochen, das ist falsch. Es gab lediglich einen Ansatzpunkt für Kürzungen im Strafvollzug aufgrund zu erwartender Rückgänge bei den Gefangenenzahlen. Ansonsten einen Stellenaufwuchs in beträchtlichem Umfang. Sie haben keinerlei Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht. Das gehört eben auch mal dazu. Wer bestellt, muss auch bezahlen können. Und ich will den Blick auch ablenken, immer nur auf den Bereich der Stellenpläne. Wir brauchen in der Justiz ernsthafte Diskussionen. Da geht es um die Frage, wie geht es weiter mit dem Berufsnachwuchs? Da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Wir haben attraktive Berufsbilder, aber die Konkurrenz um Berufsnachwuchs wird härter. Also auch da müssen wir deutlich machen, die Berufe in unserer Justiz sind attraktiv. Es geht bei der Strafgerichtsbarkeit, und das ist ein Bereich, der sehr stark belastet ist, um das Thema Änderung des Strafprozessrechts. Es hängt damit zusammen, dass wir viele Großverfahren mittlerweile haben mit unheimlich langer Ermittlungszeit, mit einem sehr komplexen Verfahren mittlerweile. Auch da brauchen wir Antworten in Zukunft. Und sollte es in der Tat zu einem Bund-Länder-Pakt für die Justiz kommen, da sind ja noch viele Dinge sehr offen, dann brauchen wir natürlich auch die finanziellen Mittel. Das ist völlig klar. Also, für uns heißt, Herr Baldauf, verantwortungsvolle Politik, sich am Machbaren zu orientieren. Zum Machbaren gehört eben auch die Finanzierbarkeit. Darauf haben Sie heute keine Antwort gehabt. Sie werden demnächst einladen zu einem Justizforum, viele Forderungen wiederholen. Aber ich denke, die Justiz erwartet von Ihnen auch eine seriöse Betrachtung, wie all das finanziert werden soll. Ich will schließen mit einem herzlichen Dankeschön, mit Dank und Anerkennung für die Bediensteten in unserer Justiz. Die machen wirklich einen tollen Job. Wir sind von der Leistungsfähigkeit unserer Justiz überzeugt. Wir haben beispielsweise über alle Gerichtsbarkeiten hinweg mit die kürzesten Verfahrenszeiten im Bundesvergleich. Der Strafvollzug garantiert ein hohes Maß an Sicherheit und Resozialisierung. Das verdient wirklich Dank. Auf unsere Justiz ist Verlass. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion spricht Herr Kollege Frisch. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Sippel, es ist ja schön, dass Sie hier Dankesworte aussprechen an die Bediensteten im Bereich von Recht und Justiz, die ja harte Arbeit leisten. Aber noch sinnvoller wäre es, wenn Sie diesen Menschen bessere Arbeitsbedingungen verschaffen würden. Hier stehen Sie in der Verantwortung. Und das sind hohle Worte, solange Sie denen nicht die entsprechenden Taten folgen lassen. Und wenn ich höre, dass seitens der Vertreter der Ampelkoalition immer wieder auf die Schuldenbremse verwiesen wird, das ist ja richtig, aber es gibt nun einmal Kernaufgaben des Staates, die unverzichtbar sind. Und zu diesen Kernaufgaben gehören ganz wesentlich die Bereiche Recht und Justiz. Und es kann doch nicht sein, dass aus einer Schuldenbremse hier irgendwann eine Rechts- und Sicherheitsbremse in Rheinland-Pfalz wird. Damit werden Sie weder Ihre Verantwortung gegenüber den Bürgern dieses Landes noch gegenüber den Mitarbeitern in diesen Bereichen gerecht. Und deshalb fordern wir Sie auf, hier Ihre politische Verantwortung zu übernehmen, anstatt mit dem Verweis auf die Schuldenbremse sich hier in irgendwelche Dinge zu flüchten, die diesen Menschen und unseren Bürgern im Land nicht weiterhelfen werden. Dankeschön. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ah.
Herr Minister Mertin. Herr Kollege Baldauf, 670, ja, diese Zahl kenne ich. Derzeit liegt aber die Eingangszahl pro Amtsrichter bei etwa 600. Also stimmt Ihre Behauptung so nicht. Und wenn Sie hier behauptet haben, wir hätten Stellenkürzungen vorgenommen, bin ich gerne bereit, Ihnen die 91 Stellen, die wir allein im Doppelhaushalt zusätzlich geschaffen haben, im Einzelnen vorzulegen. 91. Und dazu kommen noch die Richter, die über das Verwaltungsgericht Trier im Laufe des letzten Jahres, obwohl im Doppelhaushalt nicht vorgesehen waren, zusätzlich zur Verfügung gestellt haben. Das sind über 100 zusätzliche Stellen, die wir hier gestemmt haben. Und Sie stellen sich hier hin, werden Sie gekürzt? Hören Sie mal, Sie müssen dann schon bei der Wahrheit bleiben. 100 zusätzliche Stellen, die wir für die Justiz hier ausgebracht haben. Und von den geplanten Kürzungen im Strafvollzug ist noch keine einzige umgesetzt worden, aber 100 zusätzlich geschaffen worden. Das ist die Wahrheit. Nach unserer Geschäftsordnung steht jetzt allen Fraktionen noch mal ein zweiminütiges Rederecht zur Verfügung. Herr Kollege Baldauf von der CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn sich ein Justizminister so echauffiert, dann kann ja was nicht ganz richtig sein. Ich kann Ihnen eines sagen, Herr Minister, es hilft nicht so viel, wenn man immer nur die Hälfte dessen erzählt, was man tatsächlich gemacht hat. Und dann erinnern wir uns doch bitte mal an den Strafvollzug. Könnten Sie uns vielleicht auch sagen, wie viele Stellenmehrungen Sie beim letzten Haushalt dafür in Anspruch genommen haben? Könnten Sie uns erklären, wie Ihr Vorschlag war? Könnten Sie uns bitte auch erklären, wie Sie in Zukunft die nach wie vor prekäre Situation bei Richtern, Staatsanwälten, Justizvollzugsbeamten, Rechtspflegern, Gerichtsvollziehern, ich könnte sie alle aufzählen, lösen wollen? Herr Minister, am Anfang meiner Rede hatte ich Sie gelobt, dass Sie was tun. Ihr Problem ist nur, Sie tun es immer nur, wenn wir was sagen. Und Nummer zwei, das zweite Problem, das Sie haben, ist, wenn Sie was tun, machen Sie aus so einem Päckchen so was Großes als Geschenk und vergessen völlig, dass die ganzen Bediensteten der Justiz das anders sehen. Kümmern Sie sich bitte um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist Ihre eigene originäre Aufgabe. Und es ist peinlich, wenn einer aus einer Arrestzelle in Landau, wo jemand an eine Heizung in Arrestzellen gekettet wird und Ähnlichem weglaufen kann, das war nicht in Landau so, aber an anderen Stellen, darum müssen Sie sich kümmern. Es ist nicht gut, wenn der Eindruck in der Öffentlichkeit erweckt wird, dass Sie die Sicherheit und die Justiz nicht im Griff hätten. Und das meinen die Menschen. Dafür sind Sie verantwortlich. Kümmern Sie sich darum. Wenn Sie das hinkriegen, kriegen Sie nochmal ein Lob. Ansonsten kriegen Sie das Gleiche von mir wieder gesagt. Herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist der zweite Teil der aktuellen Debatte abgeschlossen und ich rufe Teil 3 auf. Asylpolitische Position der möglichen Berliner Regierungsparteien, Auswirkungen für Rheinland-Pfalz.